willkommen zu einem neuen, freshen, coolen Indie-Spiel. Komplett kostenlos natürlich, wie immer. Und wir spielen heute gemeinsam Don't Bite Me, Bro. In diesem Spiel geht es darum, die Menschheit wurde ausgelöscht durch einen Meteoriten. Keine Ahnung, irgendein Ding aus dem All eben kracht auf die Erde. Dadurch werden alle Menschen zu Zombies. Ein paar haben überlebt, wie zum Beispiel Keith. Denn Keith weiß, wie man in der Zombie-Apokalypse überlebt. Und ja, jetzt müssen wir überleben. Schauen wir mal rein, was das kostenlose Spiel so alles zu bieten hat. Link natürlich wie immer in der Beschreibung. Und nein, das ist keine Produktplatzierung. Let's go! Nur ein Mann hat überlebt und dieser Mann ist Gronkh. Wieso Gronkh? Das ist die Geschichte von Keith Jorn, nicht von Gronkh. Na gut, Gronkh hat überlebt. Der wichtigste YouTuber Deutschlands, der Bodensatz, der Abschaum, der Pöbel. Keith Jorn, der hat natürlich nicht überlebt. Und wenn wir uns hier dem Fahrzeug nähern, dann steht da No Gas. Das bedeutet, irgendwann können wir vielleicht Fahrzeuge betanken und können damit Fahrzeugen durch die Gegend heizen. Das wird ziemlich nice. Allgemein, die Grafik hier, die gefällt mir ganz gut. So, alter Mann. Hirte, rede. Schnell, folgt mir. Ein riesiger Knochen. Was kann ich damit tun? Er ist froh, dass irgendjemand überlebt hat. Gronkh hat überlebt, weil er viele Abonnenten hat. Deswegen hat er überlebt. Und der alte Mann hier, der lebt auf dem Land. Und auf dem Land sind wenig Menschen. Und wo wenig Menschen sind, gibt es auch logischerweise wenig Zombies. Aber die Zombies sind durchgebrochen. Und jetzt habe ich die Wahl. Will ich mich dem alten Mann anschließen? Natürlich. Alte Männer haben immer Ahnung. Willkommen im Camp, Sohn. Er braucht ein bisschen Hilfe. Gut, ich helfe dir. Die Untoten sind durch die Mauer gebrochen. Da drüben sehen wir sie. Zombies. Zombies. So, wir haben eben gerade ganz kurz die Steuerung gesehen, die ist aber ziemlich simpel. Wir sammeln hier noch die Bretter ein, die können wir hier drüben abliefern. Moment. So. Ah, der ganze Zaun hier, der ist nämlich broken. Und zack, rüber damit. Und hier noch ein bisschen hin. Wir können auch hier so einen Baum fällen. Moment. Und dann sammeln wir hier auch Bretter. Ein sehr lattenreiches Spiel und wir alle wissen, ich liebe Latten. Ich stehe total auf Latten. Wer Raft gesehen hat bei mir, der weiß, ich bin ein Freund von Latten. So, es ist alles hier noch Alpha-Beta, ja, das bedeutet Ruckeln, Bugs, es ist eben nur eine Demo, steht ja auch unten, Beta und Demo-Version, Probe-Version, aber ich persönlich finde dieses Spiel hier ganz witzig und ich würde es cool finden, wenn das Spiel hier weiterentwickelt wird, kann ich die Zombies eigentlich hier zerlegen und bekomme ich dann Knochen? Ihr verdammten Zombies! Nein, geht nicht. Gut, dann hier können wir uns heilen, by the way, wenn wir ins Lager gehen. Dann kann man sich hier heilen. Und hier können wir später was brauen in dem Kessel. Na, noch ein bisschen Lebensenergie vielleicht. So. Irgendwo hier sind noch Zombies am Leben. Wir müssen alle Zombies im Ring ausrotten. So. Noch jemand? Nee. Okay, wir bekommen jetzt die Schutzaura des Hirten und erstmal hier wieder ein bisschen Heilung und wir müssen erstmal hier den ganzen Müll zerkloppen. Und dann brauchen wir Wood. Wood. I need Wood. So. Alles klar, ich habe jede Menge Latten.
Das Lattenfieber hat mich mal wieder ergriffen und jetzt einfach hier abliefern. Doinks, hier sehen wir wieder die Steuerung. Wir können uns auch mal die Karte gleich angucken. Moment. Also, Shift können wir bauen. Und hier sehen wir die Karte. Hier sind wir. Hier gibt es möglicherweise Benzin. Hier ist ein wahnsinniger Farmer. Noch mehr Benzin. Keine Ahnung, was das sein könnte. Vielleicht Überlebende. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel 2 Minuten gespielt und gesagt, ist gut. Kann man machen. Mach mal ein YouTube-Video daraus. So. Zack. Moment. Dann hier hin. Und wenn man Shift gedrückt hält, dann kann man hier noch eins hinmachen. Hier drüben ist übrigens eine Tür. Auch ganz niedlich hier die ganze Grafik mit der Animation, das Mais. Das Mais. Okay, wir müssen wieder bauen. Spikes. Spikes. Und hier könnte jetzt ein Bug entstehen. Ich hoffe nicht, aber... Ah, ich probiere es. Nee, weil wenn man das zu nah hier platziert, dann verschwindet die ganze Basis. Also hier schon mal eine kleine Warnung. Den Bug, den habe ich gefunden. So. 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 Ey, das wollte ich nicht. Kann ich was abreißen? Ach, keine Ahnung. Ja, geht. Hier so auswählen und dann Escape? Nein, hier sterbe ich. Ah, ist schon weg, oder? Nein, ist nicht weg. Move. Kann man das zerstören? Na gut, das ist jetzt eben hier so ein bisschen versetzt. Jetzt brauchen wir wieder jede Menge Holz. Alles klar, ich sammle ganz schnell hier mal ein bisschen Holz. Wo fliegen denn die Latten hin? Lattenwahnsinn! Aber irgendwie kann man es auch abreißen. Also wenn ich das hier drücke, dann bringe ich mich um. Falls man mal irgendwo feststeckt, gar nicht mal so dumm. Alter, wie viele Latten ziehe ich denn aus diesem riesigen Baum raus? Ja, und jetzt können wir die Walls auch noch upgraden. Oh, ein Pilz. Ich will den Pilz! Gronkh will Pilz! Aber jeder bärtige Mann ist auch direkt Gronkh. Ah, okay, jetzt hat's funktioniert. Oink! Gut, dann sieht das Ganze hier wieder schick aus und wir düdeln mal hier ein bisschen Holz. Ach, guck an. Wir können sogar das hier upgraden. Und wir können uns hier upgraden. Kann ich jetzt irgendwo was... Select. Ich habe mich select. Okay, wir können anscheinend uns upgraden. Wir können Überlebende hier reinlocken, denn wenn ich hier drauf gehe, hier steht es ja, wir brauchen dazu einen Überlebenden. Dann haben wir hier so einen Verteidigungsturm. Das wird noch alles sehr, sehr interessant. Und wir können sogar Bäume pflanzen. Und ich denke mal, durch die Bäume... Oh, hier geht Upgrade. Dann upgrade ich hier vorne. Durch die Bäume können wir halt dann immer wieder uns einen Holzvorrat anschaffen. Was eigentlich ganz cool ist. So, wir machen hier vorne mal die Premium-Wände. Jetzt brauche ich schon wieder Holz. Okay, ich brauche Holz. Ich hätte ganz gern auch hier die dicke Basis. So, noch mehr Wände upgraden. Müssen wir alles jetzt hier upgraden? Das würde ziemlich lange dauern, alter Mann. Ah, Männer mit Bart. Die haben immer ganz besondere Wünsche. Also ja, im Moment habe ich ja relativ wenig Lebensenergie. Und ich denke, später kann ich dann auch noch meine Lebensenergie verbessern. Wir haben auch eine Pistole, aber keine Munition. Und wir können nach vorne dashen. Was auch ganz nice ist. So. Gut. Läuft doch, oder? Moment, hier hat sich eben gerade irgendwas verheddert an meinem Kabel. Aber jetzt läuft wieder. Gut, dann einfach mal hier das ganze Holz reinschieben. So, einmal hier die Basis betanken. Und dann... Ey, die Steuerung ist aber richtig gut. Nice. Ja, ich bin total am Verhungern. Ein Tipp, alter Mann. Kann man auch die Tür hier upgraden? Kann man. Haha! Mega geile Tür. Ah! Essen. Was ist das hier? Wie jetzt? Moment, wo? Bullet.
Wo ist hier eine Bullet? Wow, ich habe Munition bekommen. Alright, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kann ich erstmal hier... Okay, wir müssen hier stehen bleiben. Machen wir Lärm? Ey, das Spiel ist super. Das Spiel ist super. Richtig nice. Wie jetzt? Ne Herde. Wo? Was? Wie? Ich hab... What? Okay, ich muss verteidigen. Ja? Gut. Kann ich hier noch ein bisschen upgraden? Von wo kommen die denn? Von wo kommen die Zombies? Okay, aber du meinst nicht mich, ja, mit Sterben. Du meinst schon Zombies. Also hier unten sehen wir die 1 und hier sehen wir die 2. Noch ein bisschen Holz holen. Okay, ich brauche ein bisschen Holz. Ja, wo sind sie denn, alter Mann? Wo sind die Zombies? Karte. Ach, hier drüben. Da sind sie. An meinen Mauern. Sie sind durchgebrochen. Oh, okay. War's das? Das waren nicht alle, oder? Es kommen 4 weitere. Alles klar, wir brauchen Holz. So, ich muss ganz schnell hier eine Mauer friemeln. Ah, das will ich gar nicht. So, und... So. Okay, wir bleiben mal hier drin. Alter Mann. Okay, wir brauchen ganz schnell hier Ressourcen. Denn es kommen weitere Zombies. Moment, ich brauche ein bisschen Holz. Okay, wir gehen jetzt zurück in die Stadt. Und du denkst, dass das hält sich so lange. Okay, die Toten können überall sein. So, Steuerung. Ah, die Karte. Die Karte kennen wir bereits. Und hier drüben scheint wohl jemand noch am Leben zu sein. Wir können auch Essen finden. Kann ich hier so eine Mülltonne umdappen? Was habe ich hier gefunden? Apfel, nice. Nice. Eine Frau. Help me. Okay, ich helfe dir. Wie? Hey, Kumpel. Wir brauchen Benzin für den Truck. Aber hier drüben ist ein Essen bestimmt. Pizza. Alter, Luxus. Müllpizza. Die gute Müllpizza. Das Ding ist Schrott. Aber ich habe hier ein bisschen Blech. Ja. Ah, habe ich das eben gerade rausgezogen? Was jetzt? Okay, tappen wieder. Ich habe getappt. Was ist mit der Lady da unten? Oh oh. Okay, wir müssen die Zombies hier killen. Einfach verschwunden, der Zombie. Kumpel, einfach verschwunden. Lass mal zur Basis gehen und schauen, ob irgendwas hier los ist. Nehmen wir auf jeden Fall ein bisschen Essen. Wir können auch hier die Sachen zuschließen, was, glaube ich, ganz super praktisch ist. Und die junge Lady? Ich meine, wir brauchen eine Frau. Wir wollen doch hier die Gegend neu besiedeln, oder nicht? Okay, sie kommen. Ich bin bereit. Noch ein bisschen Holz. So. Noch ein bisschen Holz. Okay, 4 Stück von der Seite. Wir sollten hier upgraden. Können wir das jetzt? Ach, wenn wir hier in dieser Angriffphase drin sind, können wir, wie es scheint, nicht upgraden. Holz ist drin. Nein, under attack, wir können auch nichts bauen. Okay, halten wir mal die Augen offen. Hier drüben. Boom! Oh, ich bekomme Knochen. Ach, verdammt! Dann eben so. Danke für den Knochen. Ich habe 2 Knochen. Habe ich nicht 3 Knochen eingesammelt? Essen? Nein, brauche ich nicht. Oh, es wurde gespeichert. Automatisch. Hier draufklicken. I have no idea. So, aber jetzt können wir wieder bauen, oder? Wir können hier upgraden. Nice. Also hier oben steht, es wurde gespeichert. Zumindest würde ich das jetzt hier deuten. Okay, ich habe kein Holz. Kann ich mich jetzt frei bewegen ohne den alten Mann? Ich glaube, der alte Mann hat mir alles gezeigt. Ich bin jetzt total informiert, wie man überlebt. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Und wir müssen die Lady da unten retten. Und man merkt ja schon, die Stadt hier ist gefährlich.
Die Stadt hier ist super gefährlich. Kann ich hier rein? Lady! Ihren Partner. Ihren Partner soll ich finden. Zombies! Boah, die beißen aber auch direkt. So, hier noch ein bisschen Benzin gelutscht. Oh oh. Alter, wo wollen die denn hin? Ob ich hier einen Partner irgendwo finden kann? Lady, noch eine Frau. Sie sollten unbedingt mitkommen. Okay, dann komm mit. Jetzt sogar eine Knarre. Die ist besser ausgerüstet als ich. Benzin. Benzin. Ich will das Benzin. Ich kann das Benzin nicht mitnehmen. Hier drüben Benzin. Okay, hier kann ich es mitnehmen. Vielleicht muss ich mich weiter hinten dran stellen. Oh Gott, die nächste Welle kommt. Wir müssen zurück, Leute. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Hey, hier ist ein Zombie. Noch ein bisschen Holz. Unbedingt noch ein bisschen Holz. Oh oh, oh oh. Die Welle kommt. Die Welle kommt. Holz. Lady. My little lady. Wir müssen zurück. Schnell. Schnell. Hier drüben gibt's Essen. Oh, die kann einfach durch die Mauer. Okay, sie ist drin. Das bedeutet, jetzt könnte ich rein theoretisch auch einen Turm bauen. Leider nicht jetzt, weil jetzt hier schon wieder die nächste Welle losgeht. Aber der kluge Mann von heute, der klemmt in der Tür. Nein, der erntet sogar hier ein bisschen Holz während der großen Zombie-Apokalypse. Wie bekomme ich hier neue Munition? Das wäre auch mal ganz nett zu wissen. Oh, verdammt. Ich werde auf jeden Fall als nächstes so einen Turm bauen und meine Lady oben in den Turm reinstellen. Greift mich an! Aber nicht meinen verdammten Zaun! Donald Trump, die Mauer muss... Oh, 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 hier oben ist ein Knochen. Nein, der Knochen ist weg. Der Knochen ist weg. Shit. So, soll ich den Turm innen bauen oder lieber außen? Das ist die große Frage. Wir liefern jetzt erstmal hier ab. Und hier sehen wir diesen Turm. Und den bauen wir mal... Ich würde sagen, den bauen wir hier hin. Oder? Hier so. Noch vielleicht drehen? So. Ich baue dann einfach mal ganz frech hier rein. Yes, Lady! Wie kann ich hier hoch? Ich kann ihn upgraden. Sollen wir ihn upgraden? Ha! Jetzt mit Zaun! So, Lady, Sie sind das Bollwerk. Die letzte große Verteidigung und die nächste Horde, die kommt schnell. Das geht hier ratzfatz. Aber die Folge ist auch schon wieder vorbei. Hört ihr das? Ich muss den Partner finden. Ich weiß nicht, wo. Hier drüben muss es jede Menge... Ach, hier kann ich mein Auto wieder fit machen. Ey, aus dem Weg. Aber ich brauche Überlebende. Ich brauche Überlebende. Kann ich hier noch ein bisschen Benzin lutschen? Ich hätte eine Knarre. Sobald ich einen Partner finden würde, hätte ich hier einen großen Vorteil. Shit. Ist hier niemand mehr? Gar niemand? Nobody? Benzin? Schlurz? Die Kirche. Boah, ich kann hier rein. Aber ich sehe nichts. Es ist loading. Bin ich jetzt tot? Okay, wir machen mal gar nichts. Jemand bringt mich ja gerade um. Tja, die Kirche ist noch nicht fertig. Nicht in die Kirche gehen, Kinder. Was passiert? Alles ist schwarz. Die Kirche ist noch nicht fertig. Keine Ahnung. Shit, ich sehe gar nichts. Jetzt steht hier Loading. Ich hab's kaputt gemacht, das Spiel. Nun gut, das war ein kleiner Einblick. Ich werde vielleicht noch eine Folge machen, wo ich mich damit ein bisschen genauer auseinandersetze. Es ist, wie gesagt, eine Demo von der Alpha, aber probiert das mal selber aus. Und wie immer, danke fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, bewerten, Kommentar schreiben. Ich find's witzig, ganz niedlich und tschüss! Bewerten!